Herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge Explain 11. Folge 3 sind wir und wir fliegen heute eine Columbia 400 und das Ganze startet hier von Hamburg nach Bremen. Das ist heute unsere Fluglinie. Und ja, mal gucken. Toi, toi, toi. Hoffentlich geht alles gut. Ich bin gespannt. Wie gesagt, wir müssen uns jetzt hier so ein bisschen einfliegen, damit das Ganze nachher natürlich richtig sitzt. Ja, deswegen, ja, die nächste kleine Maschine, heute mal eine andere. Und mal gucken, was die so drauf hat. Ja, von daher würde ich sagen, lasse ich euch erstmal einsteigen hier. Zip, könnt da reinkommen. Bitteschön. Wow, Wahnsinn. Geil. So, können wir jetzt erstmal anmachen. Hier sehe ich irgendwas mit Batterie. So, Caution ist nicht so gut. Jetzt müssen wir erstmal mich ein bisschen zurechtfinden hier. Ja. Hier haben wir natürlich wieder hier unseren, so, stellen wir ein bisschen so ein. So, unser Speed. So, von daher können wir jetzt hier schon sagen, du kannst dich schon mal vorbereiten. Na komm. Ich weiß, dass du das willst. So, haben wir. Ja, ihr seht, es ist alles ein bisschen moderner. Wir haben jetzt hier nur noch Displays. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. So, erstmal löschen wir hier unseren Plan hier. Den können wir jetzt hier rausnehmen. Na komm. Hallo? War es nicht der hier? Doch, meine ich doch. Der war es doch. So, Delete, yes, Enter, ja, von EDDH. Und wir wollen nach was hatte ich gesagt gehabt? EDDW wollen wir heute. So, nach so kann ich denn jetzt hier aktuell so, nach I. So. D. DW, okay. W. So, ne, wir machen wieder ein D nach Auerbach. D W. So. Ding ist, ob ich mit der jetzt hier natürlich eine Dingslandung hinbekomme. So, nach Bremen. Bestätigen wir. So, das ist unser Flightplan. Was haben wir hier? Hier haben wir den Header, den wir hier einstellen können. Aha, okay, das ist gut zu wissen. Hier haben wir das Navigationsgerät, was wir hier einstellen können. NAV 1 und NAV 2. Und hier drüben haben wir COM 1 und COM 2. Das bedeutet, wir müssen eh alles auf NAV 1. NAV 1 ist die Zahl hier, ne? Also das bedeutet, wenn ich jetzt sage, genau, hier kann ich einstellen und hier tausche ich das Ganze, ist das die Zahl, die aktiv ist. Alles klar. So, als nächstes, was brauchen wir jetzt? Den Flightplan haben wir erstellt. Hier haben wir unsere ganzen Lichter. So. Ihr seht, Licht ist an. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt hier nicht irgendwas vergessen habe. Das ist halt immer das Problem, wenn es eine andere Maschine ist. Ah, hier ist der Autopilot. Okay, hier ist der Autopilot. Wir können nochmal neu ausrichten, aber das hat er gemacht. Somit können wir jetzt schon mal den Flightplan erstellen. Oh, das ist natürlich eine interessante Frage. Die wird ja nicht einfach nur Columbia heißen, oder? Doch, Columbia. Columbia 400. So, EDDW.
EDDW und Flughöhe, ja, machen wir hier auch bei 5000, oder? 5000. Flugplan aufgehen. S71, hold short of runway. 15. Runway 5, taxi via Zulu 3, Bravo 6, Delta 1, hold short of runway 152, Juliet Romeo. So. Columbia 400, 42, X-ray, Hamburg. 2992, wir sollen mal gucken. Da steht diese Zahl 2992, da ist sie, 2992 in, das stimmt, können wir bestätigen. Fuel Bottle, Altimeter 2992, Columbia 400, 42, X-ray. Oh, kommt in die andere Zahl rein. So. Columbia 400, 42, X-ray, cleared IFR2, Bremen, as filed, maintain, 5000, Squawk 4701. Wo steht diese Zahl? 4701, 4702. Die müssen wir ändern. Aber wo stelle ich das ein? Columbia 400, 42, ja, ich bin da schon dabei. Bremen as filed. Maintain 5000 Squawk 4701. Ach so, hier, genau. 4701. So. 4701, das haben wir. Cleared IFR2. Bremen as filed. Maintain 5000 Squawk 4701. Columbia 400, 42 X-ray. Columbia 400, 42, X-ray, runway 5, taxi via Victor, Golf, Delta 1, hold short of runway 5. 6, X-ray, ja, ich hab's clear verstanden. IFR2, Shahid Ashrafi Asfahani, as filed, maintain, flight level 350, squawk 4702. Cleared IFR2, Shahid Ashrafi Asfahani, as filed, maintain, flight level 350, squawk 47026, X-ray, India. Runway 5, taxi via Victor Golf, Delta 1, hold oder? Short of runway 5, Columbia 400, 42, X-ray. 6, X-ray, India, ja, runway 5, taxi ein bisschen eigenartig Zulu, aus, 3, aber Bravo, 6, Delta gut, 1, von daher würde ich sagen. Runway, 1, 5. Runway 5, taxi via Zulu 3, Bravo 6, Delta 1, hold short of runway 1, 5, 6, X-ray, India. Die ist so leise, die hörst du gar nicht. Ist ja sehr angenehm. So. Nicht zu schnell werden, wollen wir natürlich jetzt hier nicht schon abheben. Natürlich ein bisschen schlecht. So ein bisschen langsamer werden, ein bisschen abbremsen. So, hier rum. Dip, dip, dip. So. Ja, vor allem weiten, weiten Fahrweg. Wir müssen gleich noch unseren Header einstellen. Und so weiter und so fort.
So, das Ganze hier zu verpassen, ey, das wäre dann mega langweilig, oder? Also ich finde, das gehört dazu, wenn man eine Simulation richtig spielen möchte, wenn man diesen ganzen Start hier einfach Two, verpasst. Juliet, Romeo, contact tower on. 126.85. Contact tower on. 126.852. Juliet, Romeo. Ich muss sagen, die ist wirklich sehr, sehr leise, ja. Also, ich höre sie auch kaum. So, okay. Ich höre was mit 350 Meter. Columbia 400, 42, X-Ray, Contact Tower on, 126.85. Contact Tower on, 126.85, Columbia 400, 42, X-Ray. Ja, es gibt leider keine Ausrichtung. Tower S76, 6, X-Ray, Pop. Tower 6, X-Ray, India. Tower Columbia 400, 42, X-Ray. 6, X-Ray, India, cross runway, 15, hold short of runway, 5. Cross runway, 15, hold short of runway, 5, 6, X-Ray, India. Columbia 400, 42, X-Ray, fly heading, 050, runway, 5, you're cleared for takeoff. So, wir haben Takeoff. Fly heading, 050, runway, 5, Columbia 400, 42, X-Ray. So, Autopilot, Header. So, jetzt. Columbia 400, 42, X-Ray, Contact Center on, 135.95. Contact Center on, 135.95, Columbia 400, 42, X-Ray. Center, Columbia 400, 42, X-Ray. Columbia 400, 42, X-Ray, Hamburg. Fuel bottle altimeter 2992. Hamburg. Fuel bottle altimeter 2992. Columbia 442 X-ray. So, und tschüss mit uns. Hätte ich gesagt, 5000 Fuß, ne, war das. Hatten wir eingestellt gehabt. So. Wie lange brauchen wir denn insgesamt? Wo haben wir denn eine Zeit? 37 Minuten. Also die ist wirklich mega leise, die hörst du gar nicht. Columbia 400, 42, X-Ray, fly heading 230. Fly heading 230, Columbia 400, 42, X-Ray. So. Columbia 400, 42, X-Ray, Okay, resume jetzt sagt er navigation. gerade, wir sollen unserer Navigation folgen. So, mal gucken, Screenshot machen. Dürfte ein bisschen dunkel sein, wahrscheinlich. Muss ich noch ein bisschen anpassen.
So. Und alt soll er jetzt erhalten. So, da steht auch die Zahl drin, 4860, 4860, also die soll er jetzt erhalten, die Zahl. Sagen, ich weiß gar nicht, wie schnell die eigentlich fliegt. Klarer Himmel, haben wir mal eingestellt. Oh, ich sehe gerade, Ladeklappen sind noch nicht eingefahren. Ja, es sieht schon schau aus, Alter, wenn du da rausguckst aus dem Fenster. Wahnsinn. Es ist so hübsch. Center to Juliet Romeo. To Juliet Romeo Hamburg. So, jetzt sind es nur 15 Minuten. 9, 2. Deswegen würde ich sagen, ich stelle jetzt hier auch schon langsam die Frequenz hier ein von EDD W. Also hier, jetzt sage ich hier oben NAV 1, das in NAV 1 einstellen. Das hat er auch jetzt direkt übernommen. Fly heading 2302 Juliet Romeo. Also wir haben schon eine angenehme Reisegeschwindigkeit mit hier fast 200 Knoten. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hier unten hat zum Beispiel die ganzen kleinen Autoschins da, ja. Die sind alle echt beleuchtet. Wahnsinn, Alter. Oh, wo kann ich denn das jetzt hier umstellen? To Juliet Romeo, fly heading 230. Fly heading 230 to Juliet Romeo. Dass er jetzt nicht nach GPS fliegt, sondern nach... Fly heading 140. Fly heading 140 to Juliet Romeo. Ja... Hier steht auf jeden Fall NAV. Wie kann ich das ändern? Hier steht NAV. To Juliet Romeo, fly heading 140. Fly heading 140 to Juliet Romeo. Ich muss hier irgendwo... To Juliet Romeo, fly heading 110. Angehen. Fly heading 110 to Juliet Romeo. Ich glaube, hier war es. Ah ne, hier, da steht's. CDI. Das ist. Jetzt habe ich natürlich die jetzt ein bisschen durcheinander gebracht. Okay. So, schon in 11 Minuten sollen wir da sein. Aber hier steht doch Knoten, oder? Ich glaube, bei der anderen Stadt doch Knoten, oder nicht? Na, dann muss ich mich korrigieren, wenn es jetzt hier steht, Meilen pro Stunde, Knoten haben Schiffe. Ich dachte, das wird auch bei Flugzeug so genannt. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich das bei der Cessna gelesen habe. Da stand Knotis, also ne, Knoten. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt, deswegen, ich bin nicht vollständig in der Materie drin. Center 6, X-Ray, India. 6, X-Ray, India, Hamburg.
Full Throttle Altimeter 2992. Hamburg. Full Throttle Altimeter 29926. X-Ray India. Resume on navigation. Columbia 400. 42 X-Ray. Das war bloß das gewesen. 6 X-Ray India. Fly heading 320. Fly heading 3206. X-Ray India. 6 so. X-Ray India. Fly heading 230. Ah, es macht schon Spaß, wenn das funktioniert alles, ja. Also ich meine, ich komme ja hoch und runter, auch wenn es mit dem IRS manchmal immer nicht so funktioniert, wie es soll. Ja, oder auch mit der Navigation. Das sind halt tatsächlich Anfängerfehler. Ist mir zum Beispiel letztes Mal aufgefallen, dass das mit der Navigation ja nicht wollte, weil ich es halt nicht richtig eingestellt hatte. Ja, da habe ich hier vergessen, statt das Ganze hier auf Vlog auf GPS umzustellen. Ja, mein Gott, ja, das sind dann immer so diese kleinen Sachen, ja, die das Ganze dann natürlich ein bisschen... Nö, das vergisst man. Aber ich glaube, die Tür ist nicht zu. Also sieht auf jeden Fall nicht so aus. Ich finde leider auch ein bisschen sehr unscharf hier, ne? Fly heading 050. Fly heading 0506 X-Ray India. Six X-ray India. Fly heading 160. Fly heading 1606 X-ray India. So 2,5 Meilen haben wir mal rausgezoomt hier. Das ist schon. Absolut hübsch. Und so langsam, ganz ehrlich, habe ich auch so dieses Gefühl, ich möchte das gerne mal in VR testen. Ja, wenn es denn so richtig schön läuft. Columbia 400. So, ich werde jetzt schon mal die CDI einstellen und sagen, dass er auch approachen soll. Dass er automatisch dann schon diesen Landeanflug geht. Ich hoffe, das funktioniert. Ich glaube, ein bisschen ist es noch, was wir fliegen müssen. Müssten eigentlich hier ein bisschen nach links abdriften. Hier unten ist er ja schon. Da unten kommen wir. 6 X-Ray, India, Fly Heading 170. Fly Heading 1706, X-Ray, India. Six X-ray India. Fly heading 070. Fly heading 0706 X-ray India. Nicht mal 100% auf der Spur drauf hier. So, also was steht jetzt hier? AP steht auf jeden Fall zumindest schon mal drinne. Autopilot. Der Code ist hier grün, also die 1109. Sprich, die sollte er angesprochen haben. Ja, dann hoffen wir mal, dass er das Ganze jetzt macht. Fly heading 220, vectors for the visual, runway 27, climb and maintain 5000, Columbia 400, 42 X-ray. 2 Juliet Romeo, climb and maintain, flight level 350. Climb and maintain, flight level 350, 2 Juliet Romeo. 6 Charlie India, climb and maintain, flight level 350. Climb and maintain, flight level 3506, Charlie India. Eine kleine Kursänderung bekommen. 2 Juliet Romeo, climb and maintain, flight level 350. Climb and maintain, flight level 350, 2 Juliet Romeo. 6 Charlie India, fly heading 120. Fly heading 1206, Charlie India.
Wir müssten eigentlich. Hey, 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 wir kommen aber ziemlich blöd hier rein. Romeo, fly heading 080. Fly heading 080. Das ist halt, also das ist zumindest unser Flughafen. Da wollen wir hin. Dann sind wir hier schon. Six Charlie India, fly heading 130. Fly heading 130. Six Charlie India. Six Charlie India, fly heading 080. Fly heading 080. Six Charlie India. Two Juliet Romeo, fly heading 090. Fly heading 090 2 Juliet Romeo. 2 Juliet Romeo, fly heading 020. Fly heading 0202 Juliet Romeo. So, ich bin auch deutlich langsamer geworden wieder. Ich bin mal ein bisschen abgebremst hier. Wäre natürlich cool, wenn es jetzt nicht direkt ins Weiße fällt. 2 Juliet Romeo, fly heading 020. Fly heading 020 2 Juliet Romeo. So. Das müsste passen. Hundertzwanzig nur noch. Gut. Columbia 400, 4-2, X-ray, fly heading 170, descend and maintain 2000. Columbia 400, 4-2, X-ray, descend and maintain 2000. So, und wir sollen runter. Descend and maintain 2000 Columbia 400 42 X-ray. So, natürlich den Schub auch wieder wegnehmen. Center S76 6 X-ray pop. S76 6 X-ray Papa Brain Altimeter 2992. Brain Altimeter 2992 S76 6 X-ray Papa. Ja, wir brauchen nur Speed hier. Ruf uns die Maschine hier ab. Columbia 400 42 X-ray descend and maintain 2000. Kriege ich dieses blöde Ding wieder nicht runter hier. Ich weiß nicht, warum ich mich so schwer tue, diese Maschine runterzuholen. Juliet Romeo, fly heading 020. Fly heading 0202 Juliet Romeo. 6 Charlie India, fly heading 120. Fly heading 1206 Charlie India. Descend and maintain 2000 Columbia 400 42 X-ray. So, ich glaube, ich müsste eigentlich sogar alles mal machen. Also, ich mache das schon alleine. Fly heading 170 S76 6 X-ray pop. S76 6 X-ray. Ich tue mich hier echt schwer, hier manchmal so die Maschine runterzuhören, gerade wenn hier irgendwas drin steht. S76 6 X-ray pop. Aber jetzt kümmert er sich schon alleine drum, ne?
S-76, 6, X-ray, Papa, resume on navigation. Resume on navigation, S-76, 6, X-ray, Papa. Wirklich. Kümmert er sich selber drum. To Juliet Romeo, fly heading 070. Fly heading 070 to Juliet Romeo. Columbia 400-42 X-ray, fly heading 350. Vectors for the visual, runway 27. Descend and maintain 2000. So, haben gleich die 2000 Fuß erreicht. Gut. Fly heading 350, vectors for the visual, runway 27, descend and maintain 2000, Columbia 400, 42 X-ray. So, Steigknüppel wieder losgelassen. Ist jetzt bei 2000 Fuß. To Juliet Romeo, fly heading 160. Fly heading 160 to Juliet Romeo. Und dann kann die Landebahn jetzt kommen. Ich krieg immer Schweißausbrüche. Also der Start ist bei mir gar nicht mehr so schlimm. Es ist echt wirklich nur das Land mit IHS, das ist nochmal so ein bisschen eine absolute Herausforderung. Ja, die ganzen Autos, die da langfahren, großartig. To Juliet Romeo, climb and maintain, flight level 350. Climb and maintain, flight level 350 to Juliet Romeo. 5 Delta Romeo, climb and maintain, flight level 350. Climb and maintain. Flight level 3505 Delta Romeo. Columbia 400-42 X-ray, Bremen altimeter 2992. Bremen altimeter 2992, Columbia 400-42 X-ray. Columbia 400-42 X-ray, climb and maintain 2000. Climb and maintain 2000, Columbia 400-42 X-ray. Columbia 400-42 X-ray, fly heading 080. Fly heading 080, Columbia 400-42 X-ray. Columbia 400-42 X-ray, fly heading 350, vectors for the visual, runway 27, climb and maintain 2000. Fly heading 350, vectors for the visual, runway 27, climb and maintain 2000, Columbia 400-42 X-ray. Komm, Autopilot aus, danke. Columbia 400-42 X-ray, climb and maintain 2000. Das ist zum Beispiel jetzt das Ding, was ich jetzt meinte. Er wollte jetzt komischerweise climb and maintain 2000 Columbia 404. Eine Runde drehen, X-ray. Obwohl er das gar nicht brauchte. Ein bisschen an Höhe jetzt hier.
Obwohl es eigentlich Quatsch ist, jetzt hier noch Höhe zu gewinnen. Achso, immer ja nicht. Denn wenn wir jetzt manuell anfliegen. Wir sind zu hoch. Wir sind zu schnell. Columbia 400, 4-2, X-Ray, climb and maintain, 2000. Climb and maintain, 2000, Columbia 400, 4-2, X-Ray. So, Leute. So, angekommen in Bremen. Wieder mal ohne ATC und naja, wie gesagt, ich glaube, ich muss mich das wahrscheinlich viel mehr trauen oder sowas, da das Ganze zuzulassen. Ich glaube, dass ich mir wahrscheinlich immer ein bisschen zu viel Panik mache oder sowas. Aber jetzt habt ihr zum Beispiel gesehen, das, was ich meinte, und das habe ich tatsächlich permanent. Da wird er nicht den richtigen Dix bekommen haben. Den richtigen Anflug. Wollte jetzt wahrscheinlich nochmal eine Kurve drehen. Aber da verstehe ich nicht, warum lotst mich denn das Navi jetzt nicht schon von vornherein so. Keine Ahnung. Das ist mir noch unbegreiflich. Ist egal, wir sind in Bremen. Und das ist auch ganz gut so. So. Stellen wir uns jetzt mal hier rotzfrech ins Licht. Und ja. So. Perfekt. Türe auf. Türe auf. Gut, dann stehen wir hier. Ganz allein. So ist das. Und ja. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart. Es tut mir wieder mal leid, dass das nicht so perfekt war. Wieder mal, dass die Technik wieder mal ein bisschen versagt hat. Eigentlich hatte ich es eigentlich richtig eingestellt gehabt. Also da lag es jetzt scheinbar nicht dran. Ne? Nur der Winkel wahrscheinlich war wieder irgendwie doof. Man hätte mich wahrscheinlich schon deutlich früher irgendwie in einer anderen Richtung lotsen müssen. Weg vom Navigationsgerät. To Juliet, weiterhin Romeo, mit dem Heading. Three, und dann hätte es wahrscheinlich zero. Auch besser reingepasst. Aber so ist das manchmal. Gott sei Dank. Ja, können wir ja selber landen, das passt schon. Wenn euch die Folge gefallen hat, unbedingt wieder ein Like da lassen, schreibt es in die Kommentare und sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns zum nächsten Part hier wiedersehen zu X-Plane 11. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! S76.